Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam im Himmel. Wir sind bereit, wir sind im verborgenen Land und werden das jetzt erkunden. Wir sind bald am Ende des Let's Plays angelangt, Leute. Der Hauptstory, zumindest. Wir machen da noch die Nebenmission und vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen weiter. Und zumindest so weit vielleicht, dass wir uns entwickeln können. Und so, was... Ja. Hallo, Ramaidon. Hier gibt's einen Ramaidon? Die Gegend sieht nicht so aus, als würde es hier Ramaidon eigentlich geben sollen. Aber okay. Okay. Das Problem ist halt, wir haben auch echt wenig Belebersamen. Ich weiß gar nicht, ob wir den letzten Fight überhaupt packen werden. Oh Mann. Oh Mann. Das ist, ja, okay, das regelt... Reptane regelt das. 319 Damage. 319 Damage. Heilige Scheiße, Alter. Es ist nichts Schlimmes passiert wegen dem Slime. Okay, das ist gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und schon wieder ist hier ein Tropius. So wie, so gesehen, am Ende des letzten Mystery Dungeon. Da war er in dem... Hi? In dem Himmelsturm war ja auch Tropius aufzufinden. Was, ja. Hier jetzt auch schon wieder. Und wir sind auch kurz vorm Ende. Zurück können wir definitiv nicht mehr. Oh, TMs. Giga sogar. Oh, das ist super. Ich glaube, das bringe ich mir gleich bei. Obwohl, eigentlich sollte... Sollten wir... Ja, wir sollten eigentlich Gigasauger selber noch erlernen im Laufe der Zeit. Deswegen würde das vielleicht eher was bringen, das später Libeldra beizubringen. Denke ich jetzt einfach mal. Also lassen wir das einfach. 3 Poke, wow, ich bin begeistert von 3 Poke. Respekt. Silbergummi, das ist okay. Aber bewahren wir das... Ja, wir bewahren das auch für... Unser lieben Haru. Yay. Schlafsamen. Mann, warum finden wir denn keine Belebersamen? Das ist echt... Hallo Tropius. Was geht? Erneut. Mann, hör auf mit dem Zauberblatt. Mann, warum sind die... Was ist denn? Warum hat er so viele Leben? Ein Blaugummi? Ja, ein Blaugummi. Wasser-Pokémon halt, ne? Beziehungsweise für Wasser-Pokémon halt. Aber wir haben ja kein Wasser-Pokémon im Team. Das ist das Pokémon, was ich gesucht habe. Wieder fast volle KP. Schöne Sache. Top-Elixier. Auch eigentlich immer gut zu gebrauchen. Ein Schlafsamen. Ja, gut. Moment mal eben. So. Sorry. Ich weiß jetzt, woher der Bug kam. Beziehungsweise nicht der Bug, aber das... Dieser Farbfehler. Ich habe ja auf der eigentlich... Momentan irgendwie, wie es aussieht, nicht. Ich muss da nochmal Einstellungen ändern bei OBS. Eigentlich auf dem Numpad, auf dem Minuszeichen, Mikrofon stumm schalten. Und dann habe ich das in einer Aufnahme wahrscheinlich geklickt und das bewirkt das hier. Warum, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bewirkt es das. Wow, und ich habe einfach den Emulator nochmal komplett neu gemacht. Schön, gut zu wissen. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber okay. Gut. Dann muss ich gleich wieder schneiden. Oh nee. Ich wollte eigentlich nicht schneiden, aber nein. Mein Mikrofon stummt sich nicht mehr, weil wegen Nicht-Einstellungen übernommen. Ist doof. Kann ich aber nicht ändern. Komm vor. Und in 10 Minuten gibt es Essen. Das ist ein bisschen problematisch. Weil dann ist der Part noch nicht vorbei. Je nachdem, ich weiß ja jetzt, wie das Ende so ablaufen wird. Wie weit das jetzt noch gehen wird hier. Und so weiter. Und wie viel Zeit das vielleicht in Anspruch nehmen wird, deswegen gucken wir mal. Wenn ich in 10 Minuten da bin, wo ich dann, was ich in 6 Minuten nicht mehr packen werde, oder in 5 Minuten, dann werde ich den Part da beenden. Habt ihr halt einmal einen kürzeren Part mal wieder, so ist ja auch selten. Dafür gibt es dann vielleicht mal wieder einen längeren Part. Ich bin auch noch am Überlegen, ob wir, die Missionen an einem Stück
spielen und ich die dann an einem Stück hochlade. Aber ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Das ist so das Ding. Weil, ich weiß nicht, diese Bonus-Episoden sind halt ziemlich lang. Beziehungsweise jede mit jeder weiteren Bonus-Mission wird sie länger. Ich glaube, ich habe damals für die letzte Bonus-Mission 5 Stunden oder so gebraucht. Ich weiß es nicht genau. Aber ja. 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 Nee, ich werde es doch nicht so machen. Ich werde es wahrscheinlich ganz normal aufnehmen. Und weiter hochladen. Alle sind verwirrt, geil. Okay, schön. Geht weg von diesem Feld. Oh, so viele Fallen hier. Was ist denn das? Treppe, schöne Sache. Hallo, Knackrack. Zack. Wow, wir haben viel Damage. Sehr viel Damage. Mhm. Fast. Aber sie geben hier so gut Erfahrungspunkte, Alter. Hier könnten wir dann später Knackleon leveln, ein bisschen. Werde ich vielleicht offscreen machen, in das Land hier reisen und den Dungeon hier machen. Damit wir ein bisschen Knackleon leveln können, weil der braucht echt ein bisschen, ja, Erfahrung auf jeden Fall, wenn wir hier draußen sind. Beziehungsweise, wenn wir das Spiel durch haben. Er ist mit dem Level ja mega behind. Welches Level ist der? 28 oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nicht unbedingt... Aua! Nicht unbedingt nah bei uns am Level. Vor allem sind wir noch nicht ganz fertig. Und wir haben ja noch ein paar Level vor uns, wahrscheinlich. Ich denke, so 2 Level werden wir doch schon aufsteigen noch. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich schätze nur so 2 Level, weil wir kriegen gut Erfahrungspunkte hier. Finden auch sehr schwer die Treppen, wie es aussieht. Und brauchen Ewigkeiten dafür. Müssen dadurch mehr Pokémon bekämpfen. Das heißt, kriegen ganz viel Erfahrungspunkte. Und ich glaube, wir haben auch noch 2 Dungeons oder so vor uns. Kann auch mehr sein, weiß ich nicht genau. Obwohl 2 oder 1. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Da, Treppe. Okay, wir haben den Dungeon, nein, die Hälfte geschafft, okay. Dann gehen wir weiter. Jo, weitermachen. Schade, dass Reptane unserem Team nicht beitreten kann. Das wäre nämlich ziemlich cool. Ich würde dann Reptane so gerne im Team behalten. Weil Reptane auch eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Allgemein, weil... Ich weiß nicht, ich finde Reptane einfach ein ziemlich cooles Pokémon. Es ist ziemlich stark und... Es sieht einfach mega stylisch auch aus. So, sieht auch mega stylisch aus. Meine Güte. Deutsch. Hä? Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich feiere das Pokémon. Es ist cool. Wie viele Ebenen müssen wir hier? Bestimmt auch wieder so 8 oder so. Vielleicht auch nur 5? Ich weiß nicht. Nein, okay. Ein paar auf jeden Fall. Ein paar. Oh nein. Ahaha. Ahaha. Sinelbeere essen. Doggy. Heilige Scheiße, Alter. Okay. Komm. So, danke, besiegt. Heilige Scheiße. Das war Voltenso. Hat aufgehoben. Nein, nicht das. Okay. Das war nicht das Voltenso, was Weißgummi aufgehoben hat. Aber das Weißgummi will ich gerne haben. Voltenso, komm zu mir. Schnuggi-Pupsi. Ich erwarte dich. Aber wir machen auch schon ganz gutes Damage, so, ne? An sich. 180 bei effektiv. Ist super. Oh, mein. Aha. Dein Ernst? Zack. Ja, da ist das Weißgummi. Schöne Sache. Und ein Persimband. Können wir aber nicht mehr aufheben. Okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich meinen Sound ausgemacht? Oder warum kam gerade kein Sound? Weil das war nur Musik war. Aus. Track war falsch. War wahrscheinlich vorbei oder so. Keine Ahnung. Nein, nee, wir hatten eben noch Hunger. Bevor wir durch die Mitte des Dungeons gekommen sind. Ja, ich setze mal einen Megasauger wieder ein. Wegen ein bisschen mehr Leben und so. Megasauger ist ziemlich cool, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Genauso wie Gigasauger und Absorber halt, weil du schön viel Leben dazu bekommst wieder. Auch wenn es, vor allem wenn du effektive, ja, effektiv. Die Attacke effektiv gegen das Pokémon ist. Scheiß auf das Schild, Heros.
Scheiß drauf. Hallo. Okay, also Ramaidon ist auf jeden Fall insta-tot. Ramaidon? War das Ramaidon? Ja, ich glaube schon. Mir ist aber aufgefallen, in dem Spiel gibt es weniger Poke, oder? Also man bekommt weniger Poke auf dem Boden. Ich meine, in dem anderen, in dem ersten Teil, haben wir, glaube ich, bei Groudon in der Höhle, in der Magma-Höhle, schon irgendwie 200, 300 Poke oder so gefunden ständig. Also von daher, Alter, wie viel Leben hat Tropius? Oh, meine Güte. Ist schon krass. Bots. Ja, komm. Dragon. Danke. Normal. Schöne Sache. Mann! So viele Pokémon hier. Wir haben einfach keine Attacke, die dagegen irgendwie effektiv sein. Oh, könnte. Och, komm. Wir machen einfach zu wenig Schaden. Agilität. Schön. Oh, meine Güte. Oh, noch ein Gummi. Was brauchen wir denn nicht? Ein Reinsamen brauchen wir nicht. Scheiß auf Reinsamen. Okay, 8 Ebenen war es, okay. Alte Ruine. Wow, dieser Ort ist... Oi, oi, oi. Mew, Kyogre und Groudon. Er ist unglaublich, siehst du dir an, Doki. Sieh dir diese fantastischen Inschriften und Malereien an den Wänden an. Palkia und Dialga. Wie Lapras schon sagte, die sind die alten Ruinen. Das Regenbogensteinschiff sollte hier sein. Ja, yep, so ist es. Gehen wir hinein. Ja. Was für ein Ort ist das? Naja, ich bin mir selbst nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, es muss der Tempel der alten Ruinen sein. Lasst uns diese Treppe hinaufgehen. Ja, das wäre eine Idee. Ach so, okay, okay. Ja, hier scheint es nicht zu gehen. Hey, seht mal hier. Da passt perfekt das Dings rein. Naja, hier ist auch so ein seltsames Muster. Das ist eine kleine Delle in der Mitte. Ich frage mich, wozu sie da ist. Na, das Reliquienfragment reinpacken, das ist... Komm schon, in Ernst? Oh, was ist das? Hä, was gibt es, Doki? Das ist eine Steintafel. Und auf ihr scheint eine Inschrift zu sein. Was sind das für... seltsame Runen. Ja, da ist eine Inschrift aus Inkognito-Buchstaben drauf. Sie ist in einer sehr alten Sprache geschrieben. Kannst du es lesen, Reptane? Ja, ich habe intensiv geforscht, um mehr darüber zu lernen. Wirklich? Oh, klasse. Schnell, lies vor. Nicht so ungeduldig. Gib mir eine Minute Zeit. 1, 2, 3, 4, 5. Also, Reptane, das waren 5 Sekunden, Alter. Ich habe es. Es scheint dieser Ort selbst zu sein. Das ist das Regenbogensteinschiff. Was? Das hier soll es sein? Ja, genau. Hier ist eine Vertiefung. Hier ist sie. Dragon. Da gehört es hinein. Steck das Fragment mit dem sonderbaren Muster in die Vertiefung. Was? Du möchtest, dass ich das Reliquienfragment reinstecke? Ja. So ist es. Dadurch wird das Regenbogensteinschiff aktiviert. Damit können wir zum Zeitschiff fahren. Das steht auf der Tafel geschrieben. Wirklich? Probieren wir es aus. Okay. Ich werde es in diesen Hohlraum setzen. Genug davon. Wer ist da? Oh nee, die Zubiris. Und Zwirfens, natürlich. Zwirfens. Wie bist du hergekommen? Ja, sehr einfach eigentlich. Meister Dialga hat uns direkt hierher teleportiert. Immerhin wusste ich, dass ihr unweigerlich herkommen würdet. Hier zu warten erspart uns die Arbeit, nach euch zu suchen. Ja. Ohohoho. Leider müsst ihr wieder mit mir in die Zukunft kommen. Zubiris bringt sie zum dimensionalen Loch. Das kann nicht sein, Alter. Reptane hüpfte verkehrt rum. Okay. Hey,
Da ist ein dimensionales Loch. Zobiris. Ins dimensionale Loch mit ihnen. Psst, drängen, Doki. Ja. Ich bin dabei. So, so. Ihr entwickelt ein wenig kläglichen Widerstand, obwohl ihr wisst, dass das völlig vergeblich ist. Hast du was anderes erwartet? Ihr lasst mir keine Wahl. Ich werde euch einfach hier besiegen und mit in die Zukunft nehmen. Das macht keinen Unterschied für mich. Nee. Ihr habt keine Chance. Wie viel Widerstand könnt ihr überhaupt aufbringen? Zeigt es mir. Umzingelt sie. Und ein Kampf gegen Zwirfinst. Ich hab es erwartet. Erstmal ein Energieball auf Zwirfinst. Und ich greife mal das Zobiris an. Ja, komm, ich greife mal das Zobiris an. Zwirfinst müssen wir als letztes erledigen. Geht einfach nicht anders. Mann! Okay, Reptain. Aua! Ja, komm jetzt! Okay, das Zobiris ist besiegt. Schöne Sache. Die unteren beiden müssen noch besiegt werden. Oder angegriffen werden, auf jeden Fall. Nice, okay, das dürfte besiegt... Nicht getroffen! Dein Ernst? Heilige Scheiße. Ja, ich krieg den Damage jetzt von Reptain ab, das ist ganz okay. Das ist jetzt auch besiegt, okay. Das ist ein Dragon. Okay, Horrorblick schlug fehl. Dragon hat noch 78 KP, das ist okay. Ja, okay. Das muss besiegt werden. Die Musik ist ein bisschen kacke, oder? Findet ihr nicht auch? Die Musik ist so ein bisschen schwach. Dragon setzt lieber einen Biss ein auf Zwirfinst. Ich muss weiter... Ja, Megasauger einsetzen, damit... Okay, gut, Dragon hat das besiegt, okay. Damit ich halt meine KP behalte. Schreck zurück, verdammt, stimmt. Okay, komm. Ein Schaufler, schönes Damage! Strafattacke? Warum hat das jetzt ihn angegriffen und nicht mich? Hä? Warum? Was? Ich hab doch die IQ-Fähigkeit. Komm, ich will dich besiegen. Okay, wir haben einen Belebersamen verloren, aber ist okay. Ist okay. Wir haben Zwirfinst besiegt. Ich weigere mich zu verlieren. So töricht. Ihr habt es gewagt, mich herauszufordern. Ihr hattet keine Chance. Die vereinten Mühen dieser Welt, gepaart mit eurer mickrigen Kraft. Das Ergebnis stand bereits vor Kampfbeginn fest. Oh, Zwirfinst ist echt ein harter Brocken. Nicht aufgeben. Es gibt einen Ausweg. Na, das sagst du so einfach. Naja, für ein paar Schwächlinge schlagt ihr euch erstaunlich gut. Aber das ist jetzt alles vorbei. Das ist das Ende. Aber Leute, auch für diesen Part ist es das Ende. Es tut mir leid, aber wir beenden den Part hier. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.